herzlich willkommen zum neuen Wochenvlog, dem ersten, der sich komplett in 2023 abspielt. Es ist Montagabend, 20 nach 5 in etwa. Und ich dachte, ich sag mal Hallo. Es ist schon wieder nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe heute, aber Story of my life. Ja, ich, wie gesagt, dachte ich, sage mal Hallo. Ja, die Woche ist das Übliche. Also morgen habe ich Gruppe, Donnerstag habe ich Geburtstag. Und, aber ich habe nichts vor oder groß geplant. Und ansonsten, mein Mann hat noch Ferien, das heißt, wir werden die Woche auf jeden Fall noch ganz viel Zeit miteinander verbringen. Und ich lese nach wie vor an eine gute Partie. Ich bin auf Seite 500 irgendwas. 520, also ein Viertel habe ich jetzt. Und genau. Ich habe mir überlegt, ich werde euch die Woche mein Lesejournal für 23 ein bisschen zeigen. Ich hatte überlegt, ob ich ein eigenes Video mache, aber ich glaube, dafür ist es eigentlich zu unspektakulär. Und ansonsten, ja, mal schauen, was die erste Woche im neuen Jahr so bringt. Wünsche ich euch. Ich habe gerade Sport gemacht, einer meiner Vorsätze. Ich habe nämlich leider wahnsinnig viel zugenommen die letzten Wochen und das muss irgendwie wieder weg. Und ich habe ja eine Zeit lang sehr viel oder auch sehr regelmäßig einfach Pamela Reif gemacht und hatte mir da jetzt wieder Videos ausgesucht, um wieder anzufangen und habe welche genommen, bei denen ich in Erinnerung hatte, ja doch, die waren gut handelbar. Was? Nee, waren sie nicht. Sie waren mega anstrengend. Sie waren einfach nur mega anstrengend. Ja, jetzt versuche ich wieder auf mein Leben klarzukommen. So in anderthalb Stunden werde ich zur Gruppe geholt. Und ansonsten, ich habe ganz fleißig schon gelesen heute. Das werde ich jetzt, denke ich, auch noch tun. Meinen ganzen Kram für YouTube mache ich morgen, habe ich beschlossen. Und ich muss gucken, dass man die Bilder nicht sieht, die hier an der Wand hängen. Ja. Mal schauen. Genau, meinen Kram für YouTube mache ich morgen. Und ja, ansonsten muss ich jetzt erstmal wieder warten, bis mein Körper gecheckt hat, dass er jetzt wieder in Sicherheit ist. Freitag. Mittwoch hatte ich leider ziemlich Migräne und gestern hatte ich Geburtstag und gestern Abend noch so einen kleinen Nervenzusammenbruch. Aber heute
habe ich mir mal wieder vorgenommen, ein bisschen mehr zu vloggen. Es steht auch einiges auf dem Plan für heute. Ich möchte heute Sport machen. Ich habe ja am Dienstag wieder angefangen. Ich habe gedacht, ich zerfalle in alle Einzelteile. Es war so anstrengend. Es ist so heftig, wie schnell das auch, also das heißt, wie schnell es geht. Ich habe jetzt wirklich lange nichts gemacht. Aber gut, genau. Ich werde so gegen 11 Sport machen. Das ist jetzt 9:30. Danach will ich unter die Dusche springen. Es ist mal wieder nötig. Meine Haare sehen aus. Und genau, danach möchte ich mindestens eins, im besten Fall drei Videos drehen. Und mindestens eins davon möchte ich auch heute noch schneiden und hochladen. Genau, ansonsten geht es halt Mittag zum Action. Vielleicht nehme ich euch da ein bisschen mit. Ich traue mich immer nicht so in der Öffentlichkeit zu filmen. Wenn ich euch nicht mit in den Action nehme, zeige ich euch aber danach auf jeden Fall meine Ausbeute. Und ich möchte lesen, ganz viel lesen. Ich lese ja immer noch eine gute Partie. Ich bin jetzt auf Seite 800 irgendwas. Und ja, ich möchte einfach reinhauen und im optimalen Fall kriege ich es jetzt übers Wochenende fertig, weil ich im Moment so ein bisschen Angst habe, dass ich, wenn ich zu lange brauche für das Buch, in so eine Leseflaute gerate. Und da habe ich wenig Lust drauf, weil ja, ich viele Bücher, 6 Stück, hier habe, die ich gerne lesen möchte. Und eins davon zeige ich euch. Das habe ich nämlich gestern zum Geburtstag bekommen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Noch nie was davon gehört. Aber ich bin auf jeden Fall furchtbar gespannt darauf. Und zwar von J.M. Miro. Ganz gewöhnliche Monster. Ich finde, es sieht mega gut aus. Und der Klappentext hat mich so ein bisschen an die Insel der besonderen Kinder erinnert. Ja, hier geht es auch um Kinder mit besonderen Fähigkeiten und einen Mann, der diese quasi vor so einem Bösewicht beschützt. Und ja, es ist der Auftakt zu einer Trilogie, wobei der erste Teil jetzt im Oktober letzten Jahres erst rauskam. Das heißt, es wird dauern, bis der zweite kommt. Aber ich freue mich jetzt auf jeden Fall erstmal auf den ersten. Und ja, ich werde jetzt lesen, lesen, lesen und gegen 11 mich dann mal quälen mit der lieben Pamela. Und ich hoffe, ich krieg's hin, dass wir uns diesmal wirklich später wiedersehen. An mein liebes Ich von 2020. Respekt, dass du so durchgezogen hast. So, wie versprochen, ein kleiner Haul. Ich habe nochmal so ein Tray an Stiften gekauft. Zweimal dieses Datteln und Nüsse, weil ich das sehr lecker fand beim ersten Mal. Eine Lampe, die zweite Packung Nüsse, eine Thermoleggings. Unfassbar spannend, oder? Ein Durstlöscher, den ich eigentlich auf dem Weg trinken wollte. Und eine Lampe für die Leseecke, damit ich nicht immer das große Licht anhaben muss. Das war's auch schon. Ist irgendwie bescheuert, wenn ich einen wunderschönen Samstag sage. Ich weiß ja gar nicht, ob Samstag ist, wenn ihr das guckt. Naja, es ist auf jeden Fall Samstag. Ich habe hier die Lampe, die ich gestern gekauft habe, hingestellt. Jetzt habe ich hier eine nette kleine Ecke, in der ich lesen kann, ohne dass jedes Mal die Flutbeleuchtung an ist. Ich habe heute Morgen
überlegt, dass ich eine gute Partie eigentlich mega gerne fertig kriegen würde dieses Wochenende, aber dafür müsste ich so um die 500 Seiten lesen am Tag. Heißt, ich habe mich vorhin hingesetzt, habe angefangen zu lesen und bin nach 10 Seiten in etwa so müde geworden, dass ich eingeschlafen bin. Ich glaube also gerade nicht so richtig dran, dass das wirklich was wird dieses Wochenende. Es ist jetzt kurz vor 5. Weiß nicht, ob ich heute noch 500 Seiten schaffe, aber ich werde jetzt auf jeden Fall lesen. Wenn ich es nicht schaffe, ist es ja nicht schlimm. Ich muss halt nur sagen, es ist nicht schlecht, das Buch, aber es ist auch nicht so spannend, dass ich die ganze Zeit, wenn ich gerade nicht am Lesen bin, denke, oh, ich bin so froh, wenn ich wieder weiterlesen kann. Und wie gesagt, ich habe echt ein bisschen Angst, dass es mich in so eine kleine Leseflaute bringt. Ich weiß auch nicht, ob ich es fertig lesen würde, wenn es halt nicht das letzte Buch von von The Reading List wäre. Deswegen möchte ich es halt auf jeden Fall beenden. Und wenn ich erst mal lese, ist es dann auch vollkommen okay. Aber ja, ich merke halt so langsam, dass ich eigentlich auch Lust hätte, was anderes zu lesen. Aber wenn ich das jetzt mache, dann lese ich das wahrscheinlich nicht fertig. Und ich möchte es ja aber fertig lesen. Deswegen wollte ich eigentlich schauen, dass ich jetzt am Wochenende mal ein bisschen reinhau. Mein neuer Kumpel ist auch dabei. Eine Haut ist im Moment wieder so ätzend, aber gut. Pickel halt auch alles dran rum, dann wird es nicht besser. Ja, ich werde jetzt lesen. Ich starte auf Seite 944. Es ist 11:30 und ratet mal, wie viele Seiten ich gelesen habe, seit ich die 1000 geknackt habe. Richtig, 3. Bin irgendwie am Fernseher hängen geblieben. Ich werde jetzt noch ein bisschen lesen, mal schauen, wie viel ich noch schaffe, aber ich wage zu behaupten, 500 wird es nicht mehr. Hallöchen, es ist Sonntag, kurz vor 5, 4:30 erst. Ich bin auf Seite 1250 gekommen. Ich habe auf Seite 1020 oder so angefangen. Jetzt gerade muss ich eine Pause machen, weil es mir gerade nicht wirklich gut geht. Ich wollte euch aber Bescheid sagen. Geschäftsmodell, Ablassbriefe. Ein kleines Schriftstück.